So. Lalalalala. Ist ja ein Wunder, auf der Brücke ist ja nichts gespawnt. Mensch. Das finde ich jetzt aber mal cool. Irgendwie hält das ein bisschen auf, ne? Sag mal, kann ich das abreißen, ohne dass ich dahinter... Nee, ich habe ja noch nicht mal die Spitzhacke mit, ist ja ganz goldig. So. Jam, 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 jam. Dann lass mal erstmal eine Spitzhacke, Mann. Ich habe ja noch nicht mal eine Spitzhacke. Was ist denn das für ein Chaos? Zwei Creeper! Oh Gott! Willst du mich umbringen, oder was, mein Freund? Da sind zwei Creeper! Kann ich den? Der sieht mich ja 100 pro gleich, ne? Hallo? Oder einer ist gerade im Wasser? Nein, 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 nein. Oh, jetzt geht er mal ins Fenster. Ich kann ja auf dem Feld jetzt laufen. Hallo? Der sieht mich ja gleich noch. So, kabam. Und kabam. Und kabam. Das wollte ich haben. Ist ja nur ein dritter Kollege, ist ja ganz fein. Da kommt noch einer. Nee, bleib mal hier. Zack. Und zack. Und zack. Hihihi. Treffe ich den da hinten eigentlich auch? Mist. Mist. Komm, ich treffe den. Ja. Oh, keine Feinde mehr. Naja. Sonst ist keiner mehr hier. Okay, okay, okay. Das reicht mir dann auch wieder. Also das war jetzt ganz cool. Bisschen mit Creepern gespielt hier. Level ein bisschen aufgetankt. Bringt, glaube ich, eh grad gar nichts, aber egal. Ich wollte Dingens anpflanzen. Wie nennt man die Dinger? Birken. Genau, ich wollte ja Birkenpflanzer werden. Birkenpflanzer? Ich wollte Birkenbauer werden, so. Das ist mein Berufswunsch schon immer gewesen. Birkenbauer. Ja, einfach so einen interessanten Beruf, da kann ich nichts für. Ich finde einfach den Beruf des Birkenbauers so informativ und interessant. So, hier eine Birke hin, mal hier eine Birke hin, hier eine kleine Birke hin, hier eine kleine Birke hin, hier nochmal eine Birke hin und da nochmal eine Birke hin. Das sollte fürs erste Mal ausreichen. Jetzt, lass mich mal da rein. So. Cool, das hätten wir. Jetzt haben wir wieder einen Pfeil, also theoretisch. Ist der Creeper noch da? Ne, ist er nicht mehr, schade aber auch. Jetzt hätte ich den Pfeil jetzt auch gerne abgeschossen, so. Hä? Ach, ich stehe gerade so rum. Ich gucke gerade so und denke mir so, hä? Hä? Ist auch immer schön, wenn man verpeilt, in welcher Richtung man gerade steht, so. Also, das alles haben wir. Wir haben das auch. So, weißt du was? 8 Stück davon nehme ich jetzt nämlich mit und die anderen 7 packe ich in die Kiste. Hier, komm, das hole ich mal aus, das kannst du auch grillen. Ich habe 2 Creeper platt gemacht, jetzt fühle ich mich aber ganz gut. So, Birkenholz kriegen wir noch für dort oben. Ach ja, das kann ja hier. Wo wollte ich denn noch weiter? Nein. Ich mache mir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 2. 1, 2, 1, 2. So. 1, 2. 1, 2. Gut, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt wieder ein bisschen weiter rum basteln. Und zwar wieder in Richtung... In Richtung nach unten. Da waren wir ja schon mal. Was in der Monsterfalle wohl gerade los ist. Da auf der Karte oben sieht man ja eine Menge. So, da unten scheint sich ein Monster rumzutreiben, oder wie? Ne, Monster finde ich gerade ganz schlecht hier unten. Vor allem so Richtung meine Höhle, ne? Also ich gucke gerade ganz gebannt auf die Karte und habe das Gefühl, dass mir da gleich wieder irgendein Viech angezeigt wird, was ich überhaupt nicht lustig finden würde. Aber scheint ja Gott sei Dank nicht so zu sein. So. Na. Futtern wir jetzt ein Hühnchenkeule. So, weg, weg, weg. Gut, dann wieder Fackeln hierhin. Wenn sich jetzt Leute beschweren, ey, die Folgen sind voll langweilig. Tut mir leid, wenn euch die Folgen jetzt langweilen, aber
Ich muss ja irgendwann auch mal hier runtergraben. Ich will da unten ja schließlich auch noch ein bisschen was basteln. Vor allem will ich da unten noch ab und an mal ein bisschen abbauen. Zum Beispiel Cobblestone Farm oder so. Auch wenn wir eine Bergbude haben, irgendwann kann es sein, dass uns das Zeug ausgeht. Und da will ich nicht einfach irgendwo wahrkühlig in irgendeinem Loch irgendwas reinschlagen. Da will ich das schon unten machen, weil unten habe ich dann ja auch die Chance, während wir abbauen, auf Rohstoffe zu treffen. Und das, finde ich, schadet nie. Und sowas wie ein... Nein, nicht schon wieder Kies. Und sowas wie ein... Kohle. Sowas wie ein, nennt sich denn das? Ups, ich glaube, der war jetzt... War der richtig oder falsch? Weiß ich nicht. Jetzt kommt das hier weg und das hier weg. Oh, da ist ja nichts nachgefallen. Ist ja ein Wunder. Wie nennt sich denn das Zeug? Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Ist ja traumhaft. Na egal, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Hoffe ich mal. So, wir sind schon auf Höhe 44. Das ist ja auch nicht gerade wenig. So. Weg, weg. So, die beiden kommen aber auf jeden Fall weg. Und die auch. Und der eigentlich auch, aber ich glaube, der muss ich nur setzen. So. Das heißt, da kommen jetzt nämlich auch wieder Fackeln hin. Jeweils hier und hier. So, ein Thema zum Reden. Worüber könnten wir denn noch reden? Was habe ich denn gerade aktuell alles laufen? An Projekten? Ich habe gerade Haunted laufen. Was halte ich eigentlich von Haunted? Würde mich auch mal interessieren. Ich finde das Spiel ja ganz cool. Was habe ich denn noch laufen? Ich habe vergessen, was ich noch zu laufen habe. Ist ja traumhaft. Ne, Let's Show Your World habe ich ja noch. Wo ich da eure Welten vorstelle. Wo ihr natürlich immer noch welche einschicken könnt. Immer, zu jeder Zeit. Ist jetzt nicht so, ihr müsst warten, bis die erste Welt gezeigt ist oder so. Quatsch. Wenn ihr was habt, dann haut's raus. Oh, ich hasse meine Hand. Die schläft ständig ein. Hier, kleiner Finger und, nennt man das? Ringfinger. Kleiner Finger und Ringfinger schlafen ein. Kennt man das eigentlich vom Zocken, wenn man irgendwie sitzt und die ganze Zeit auf seinem Schreibstuhl da hockt und dann zockt, dass dann irgendwelche Körperteile sich automatisch abschalten? Ich habe das beispielsweise so irgendwie so, dass manchmal sagt der Rücken zu mir, nee, weißt du, kannst allein weitermachen. Oder aber, ist da noch was? Nee. Oder aber, hier, sag schnell. Hier, wie gesagt, die Finger sagen sich so, nö, ich krieg nicht mehr für dich. Oder andere Körperteile, welche denn? Körperteile. Andere Körperteile, das klingt auch wieder sehr interessant. Hier, welche habe ich noch? Zum Beispiel der Popo. Zum Beispiel der liebe Poppers. Wenn man da gerade irgendwie am Zocken ist und auf einem unbequemen Stuhl sitzt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mir der Popo blutet. Also ganz ehrlich, wenn das dann richtig, richtig weh tut und sich da alles streut und sich so sagt, nein, jetzt lass das, ich will nicht mehr und du kannst mich jetzt und Alter, ist doch nicht dein Ernst hier. Ich sitze jetzt schon 2 Stunden hier, ich habe keinen Bock mehr, Kollege. Also, all sowas habe ich auch schon erlebt, das ist wirklich schrecklich. Mal schreiben, ob ihr auch so eine total unbequeme Stühle habt, die ihr nicht vom Fenster schmeißen müsst. Ich muss schon sagen, manche Ikea-Sachen, also jetzt nicht mit Ikea, sondern manche Möbel, die kannst du eigentlich so am Fenster schmeißen. Steht drauf, ergonomisch geformt. Und dann stellst du fest, dass dein lieber Poppes eine ganz andere Form hat als die Ergonomie der Firma da, die das gebastelt hat. Also, das ist dann auch immer ein Heidentraum, wenn du sowas feststellst. So, komm, einen mache ich noch. Und dann fliegt er wieder nach oben. Ich will hier immer nur so ab und zu ein bisschen was ausgraben. Ich grabe mich jetzt bis nach ganz unten, das wäre ein bisschen banal. Och Gott. Ich höre wieder eine Spinne. Was du vielleicht, dass da unten noch irgendeine Höhle ist. Ist ja traumhaft schön. Da, da, da. Einer der Gründe, warum wir jetzt hier eiskalt nach oben jumpen. So. Jumping, 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 jumping. Das klingt irgendwie so ein chinesischer Name. Hallo, ich bin der liebe Jumping. Ich komme aus Champagne und heute präsentiere ich euch ein Let's Play von Champagne Yonghao. Ich hoffe, das gefällt euch. Das ist von Champagne Yonghao. Der ist weltberühmt und da müsst ihr einfach mögen. Wenn ihr nicht mögt, dann seid ihr Champagne Yonghao nicht würdig. So viel möchte ich euch sagen. Ja. Ansonsten genießt das Let's Play hier. Ja. Alles klar. Boah, mir kommt gerade eine richtig... Ach, das war eine Kuh. Mir kommt gerade eine richtig gute Idee, was ich als nächstes baue. Ich habe ein neues Superprojekt auf Lager. Neben meinem eigentlichen Megaprojekt, aber das dauert noch. Lalalala, ich habe einen total tollen Einfall. Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr in der Aufnahme. Aber ich kann zumindest vorbereiten, das ist gut. Und ich kann die Tasche leeren. Nee, das mache ich zum Schluss der Aufnahme. Schaufeln habe ich ja noch. Erde müsste ich demnach auch noch haben.
Sonne ist gerade ein bisschen